Ein Auto mit 1000 PS kommt nicht voran, wenn der Tank leer ist. Und genauso kommen du und auch ich nicht voran, wenn unser Motivationstank leer ist. Und deshalb zeige ich dir heute eine Methode, mit der du sehr schnell und jeden Tag aufs Neue deinen Tank auffüllen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen hunderte von Menschen zu uns und wollen ihre Idee, ihre Unternehmung umsetzen oder zum Wachstum bringen oder schließlich verkaufen. Und alle haben sie die gleiche Herausforderung wie du und ich, nämlich täglich aufs Neue die Motivation auf ein Höchstlevel zu bringen. Und hierbei hilft dir das sogenannte Erfolgstagebuch 2.0. Vielleicht kennst du schon das normale Erfolgstagebuch, wo du alle Erfolge des Tages aufzeigst und immer wieder reinguckst, um dich neu zu ermutigen. Nun, auf dieser Basis geht's auch hier mit dem Erfolgstagebuch 2.0 weiter. Nur, dass der erste Schritt ist, dass du dir Gedanken machst über alle deine Lebensbereiche und dass du selektiv ausgewählt nach allen Lebensbereichen die Erfolge raussuchst. Also, was hat heute im gesamten Bereich deines Lebens, Sinn des Lebens, Spiritualität gut geklappt? Wie bist du weitergekommen in deiner Beziehung? Was war beim Sport, deiner Gesundheit, deiner Ernährung heute gut? Wie bist du weitergekommen in Bezug auf deine Persönlichkeitsentwicklung, auf deine Fähigkeiten, auf deine Reichweite, soziales Netzwerk? Was hat beruflich gut geklappt? Was bei der Vermögensverwaltung? Hast du ein neues Hobby, Abenteuer oder Reiseunternehmen geplant? Und bist du in deiner Gesamtorganisation weitergekommen? So kannst du also in allen 10 Lebensbereichen dir unterteilen, was gut gelaufen ist. Das ist der erste Schritt vom Erfolgstagebuch 2.0. Hast du nun alle erreichten Erfolge hier im ersten Schritt notiert? Geht's nun zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du dir Gedanken machst, was der nächste logische Schritt ist, um den nächsten Erfolg zu konstruieren. Alle Punkte haben ihren logischen nächsten Schritt oder Anschlusspunkt und den notierst du hier in der zweiten Tabelle. Und als dritten Schritt im Erfolgstagebuch 2.0 machst du dir immer wieder aufs Neue Gedanken, wo dein Stern, wo dein Zielhafen ist, wo dein Ziel ist, wo führt es dich letztendlich hin? Und du machst dir immer wieder Gedanken, welches langfristiges Ziel dir jeweils möglich erscheint. Das heißt, du erinnerst dich jeden Tag aufs Neue an deine Zukunft. Es wird am Anfang sicherlich ein wenig Übung brauchen, erstmal die Lebensbereiche zu entwickeln und die neue Routine zu installieren, dieses Erfolgstagebuch 2.0 auszufüllen. Aber wenn du das durchhältst, dann wirst du nicht nur quantitativ mehr Erfolgserlebnisse in deinem Unterbewusstsein abspeichern durch Wiederholung und durch Nachschauen in Phasen der Krise, sondern du wirst auch alles miteinander vernetzen mit deiner Zukunft. Und letztendlich ist es die Kombination aus den zukünftigen lohnenswerten Zielen, die die Motivation freisetzen, in Kombination mit der Rückschau in deiner Vergangenheit, wo sich der Berg der Erfolge auftürmt. Wünschst du dir Hilfe dabei, dass wir dich begleiten bei der Konstruktion und Findung deiner Ziele oder bei der Umsetzung oder dich einfach auf diesem Prozess, auf der Reise zu begleiten, Kurs hin zu deinen Zielen, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Berater und Coaches, die begleiten dich bundesweit gerne dabei, deine Ziele zu erreichen und deine Motivation möglichst hochzuhalten. Gerne kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.